Euphorie an der Wall Street. Zum ersten Mal in seiner Geschichte fliegt der Dow Jones über die 24.000-Punkte-Marke. Die Steuerreform von US-Präsident Trump gibt da Auftrieb. Und damit herzlich willkommen zu Market Insight von der Frankfurter Börse. Ich bin Manuel Koch. Nicht einmal der Nordkorea-Konflikt drückte auf die Stimmung. Der DAX wollte sich einfach nicht vom Fleck bewegen. Immerhin hält er die 13.000-Punkte-Marke. In einigen Branchen, da spielte die Musik. Wie es jetzt weitergeht, darüber rede ich mit Christian Wolaritsch vom Online-Broker gkfx.de. Der DAX hat sich ja diese Woche nicht so groß vom Fleck bewegt. Ist er schon im Weihnachtsurlaub oder kommt nochmal die Jahresendrallye? Ich glaube, die Weihnachtsstimmung ist definitiv vorhanden, bei vielen Betrieben auch die Weihnachtsfeier. Ja, der DAX auf jeden Fall über 13.000 Punkte. Die Rallye wird wahrscheinlich woanders stattfinden, aber wie mein Kollege Cornelius Wajinski schon letzte Woche sagte, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir noch eine Weihnachtsendrallye auch sehen werden. In den Währungspaaren Euro, US-Dollar und auch Pfund, US-Dollar hat sich einiges getan. GKFX hat uns hier einen Chart mitgebracht. Was können wir hier sehen? Genau, ich habe hier einmal den Euro-US-Dollar mitgebracht, auf Tagesbasis die Kerzen. Und wir sehen in den letzten Monaten, dass sich der Euro und im Verhältnis zum US-Dollar auch sehr volatil dargestellt hat, also eine Alternative auch zu den Indizes dargestellt hat. Und heute am Freitag findet ja in Amerika ein wichtiger Termin statt. Da wird über das Steuerpaket entsprechend gesprochen. Und das ist so quasi zum Jahresende hin ein Milestone für Donald Trump, der jetzt auch erhofft wird, dass er durchgeht. Ja? Und das hat wahrscheinlich auch Auswirkungen auch auf den Wechselkurs letztendlich. Pfund, US-Dollar haben wir auch. Was können wir hier sehen? Ja, wir sehen hier das Pfund. Diese Woche gab es ja auch wieder so einen Twitter-Krieg. Und wir merken, dass die Briten und die Amerikaner auch hier über Twitter sehr aktiv sind. Nichtsdestotrotz, wir sehen hier das Pfund im Laufe des Jahres. Und wir sehen auch den Ichimoku Kinkoio. Das heißt, aktuell, wenn man in diesem Währungspaar aktiv ist, dann ist durchaus mehr die Long-Seite zu bevorzugen. Interessant wird es, sollte das Pfund nochmal zurückkommen im Verhältnis zum US-Dollar, dann eventuell ein Einstiegsmomentum oder eventuell die Tiefs. Aber zum Jahresende hin eher die Long-Seite, da wir hier dieses Hoch auf diesem Level haben. Gegebenenfalls auch im Zusammenhang mit Brexit ein spannendes Thema noch. Nächste Woche kommen wieder ein paar Konjunkturdaten. Worauf schauen Sie besonders? Ja, wie fast alle Börsianer auf die Arbeitsmarktdaten, quasi das Vorspiel am Mittwoch, ja. Was wir bekommen, so eine leichte Indikation in das Thema und dann der große Showdown Freitag nachmittags, wenn die Amerikaner ihre Non-Payrolls bekannt geben. Da schauen die meisten drauf, da ist sehr viel Volatilität am Markt gegeben und das wird sicherlich dann auch den Wochenausklang definieren, beziehungsweise auch vielleicht eine weitere mögliche Zündstufe für eine Jahresendrallye auch darstellen können. Und wird uns vielleicht Indizien geben, wie die US-Notenbank ihre nächsten Zinsentscheidungen dann entscheiden wird. Danke Ihnen, Christian Wolaritsch vom Online-Broker gkfx.de, für diese Market Insights. Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal hier vom Frankfurter Börsenparkett.